Hallo, grüß euch. Ich mache heute Johannisbeernocken, wir sagen Rebesseltatscherl dazu. Und zwar habe ich da drinnen Mehl, 140 Gramm. Da tun wir jetzt eine Prise Salz dazu. Nicht so viel, weil das ist ja Süßspeise. Dann tun wir eine 2 Esslöffel Zucker. Dann tue ich ein bisschen Vanille dazu. Jetzt könnt ihr auch einen Vanillezucker nehmen natürlich. Und dann tun wir 2 Eier. Und dann schauen wir uns die Masse an. Die muss ein bisschen dicker sein wie ein Omelettenteig. Ja. Entschuldigung. Und das verrühren wir jetzt. Und schauen, was da draus war. Nicht? Ich tue da jetzt auf alle Fälle ein drittes Ei dazu. Das sieht man meistens erst, wenn man es verrührt. Gell? So einen schönen glatten Teig verrührt. Dann tun wir die Rebsel dazu, die Johannisbeeren. Das ist jetzt ein schön glatter Teig. Die Platten habe ich schon eingeschalten. Ich habe da ein bisschen Öl rein tun und ein bisschen Butter. Jetzt tun wir da die Rebsel dazu. Das gibt es auch mit Blaubeeren. Nur mit Blaubeeren ist es ein bisschen süßer. Mit den Riebesel ist es einfach ein bisschen säuerlicher. Ich mag das eigentlich ganz gern. Hoppala, der Butter. Die können wir alle rein tun. Und da tun wir jetzt schöne Datscheln auspacken. Da sieht man, dass jetzt in jedem Butter ein bisschen Wasser drinnen ist. Für das, dass er so wahnsinnig teuer ist, tun wir Wasser auch noch rein. Tun wir da so Datscherl rein, dann hoffentlich hört es auf spritzen. Die braten wir jetzt außer. Heuer gibt es nicht wahnsinnig viele Blaubeeren, weil es zu kalt war. Aber Riebesel gibt es genug. Jetzt sollte ich da eins jeder Seite so ungefähr 2-3 Minuten. Dann drehe ich sie um. Ich halte mir die Kamera wieder ein. Ich habe sie jetzt umgedreht, so sollen sie ausschauen. Ich lasse auf der Seite jetzt noch 2 Minuten. Es ist sehr laut, deshalb hört es mich wahrscheinlich schlecht. Dann packe ich die nächsten aus. Ein Stabzucker drüber und wir haben ein herrliches Mittagessen. Und das ist wirklich ein günstiges Mittagessen. Macht es noch, das nehmen auch die Kinder sehr gerne. Und es ist überhaupt nichts dabei. Ich sage wieder einmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Viel Spaß!